Runde mit in diesem Video. Wir haben einiges geplant, aber ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken für euer Feedback bzw. für eure Ideen zu Schwimmbädern. Falls euch noch irgendein cooles Schwimmbad hier in Deutschland einfällt mit ganz vielen Rutschen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, meine Kinder lieben es, in Schwimmbädern zu sein. Und wenn es bei uns in der Nähe ist oder ja, so ein bisschen Fahrt, dann fahren wir da auch sehr, sehr gerne mal hin. Ihr habt ja gesehen, dass wir im Splash Spa waren und es war schon recht weit, ne? Also in der Schweiz, da ist uns ja auch einiges passiert mit den Polizisten. Falls ihr das Video verpasst habt, dann schaut gerne mal in die Infobox. Ich verlinke es euch. Jedenfalls geht es heute nicht ins Schwimmbad. Gott sei Dank, ich bin ja nicht ganz so gerne in den Schwimmbädern, aber für meine Kinder mache ich das natürlich. Aber wir haben heute einiges geplant und zwar da draußen die Sonne scheint nämlich, yay, endlich kommt sie raus. Ich hatte es euch ja versprochen, ne, dass ich euch aus Italien Sonne mitbringe und das habe ich getan. Tatsächlich ist auch das erste Mal die Wäsche draußen. Ja, ich habe die Wäsche draußen aufgehangen und ich bin total glücklich, wenn die Sonne scheint. Der Postbote war auch da. Und zwar hat er mir was gebracht. Ich darf nämlich was testen. Und darüber werde ich euch berichten. Ja, ein Strafzettel ist auch ins Haus geflattert. Und jetzt klingelt es. Natürlich war ja klar, also das ist hier wie im Irrenhaus. Aber das wisst ihr ja. Ne, bei uns ist immer was los. Jetzt schauen wir mal, wer das ist. Ach, die Pitti. Moment. Wir wollen ein Paketchen. Naja, Paket kann man das jetzt nicht nennen. Jedenfalls ist jetzt auch gerade noch der Kumpel vom Gianluca gekommen. Den nehmen wir nämlich jetzt mit. Da vorne sind sie. Und wir fahren nochmal in die Stadt wegen Gianlucas Sohlen. Hatte ich euch ja das letzte Mal erzählt, ne, was da passiert ist bei Footlocker. Und dann schauen wir mal. Jedenfalls bin ich auch schon super gespannt auf dieses Produkt hier. Ta-ta-ta-ta. Und zwar gibt es was Neues von L'Oreal. Revitalift Laser X3 nennt sich das. Und das Ganze ist mit Anti-Age-Glykol getränkt. Also das sind so Pads für Falten. Da bin ich sofort mit dabei. Und ja, für das Ebenmäßige eben im Gesicht, also für die Haut. Und der Hautton soll verbessert werden. Ich bin gespannt. Ich werde das auf jeden Fall testen, was ich sehr interessant fand, dass hier noch so Teststreifen mit dabei sind. Und zwar macht man die ab und dann hält man die hier wohl so dran. Also das, die sind so mit Puder, ja, das sind so Puderteststreifen. Und dann sieht man quasi, ob man feine Linien hat oder leichte bis mittlere Falten oder tiefere Falten. Ja, das dritte ist wahrscheinlich bei mir der Fall, aber wir werden sehen. Ich muss mir das auch alles noch durchlesen und dann werde ich euch natürlich hier in diesem Video darüber berichten. Hier war auch noch so ein Tuch mit dabei. Das wird wahrscheinlich für die Haare sein, oder? Also für den Kopf, weil für den Hals ist es ja ein bisschen zu kurz. Ach nee, das kann man auseinander machen. Heieiei. Okay, na gut, so ist es. Sonnenbrille ist da, weil, wie gesagt, wir gehen gleich raus. Und hier sind die zwei Kinder. Moment. So, sieht man das Besucherkind? Ne, ich muss mal so laufen. Sitzt da hinten mit dem Lucky. Wollte ich euch noch ganz kurz erzählen, um was es da geht. Beziehungsweise heute Abend probiere ich das Ganze dann aus und zeige euch das Ganze. Und zwar verwende ich das 30 Tage. Wie gesagt, pro Tag einen Pad. Und dann schauen wir einfach mal. Oh, jetzt mit einer Hand wird es ein bisschen schwierig. Jedenfalls sehen die so aus. Kann ich euch ja schon mal zeigen. So. Und ich bin echt total gespannt, was die machen. Erleben Sie Anti-Age. Pflegeroutine, völlig neu. Jawohl, da bin ich gespannt. Wartet mal, ich stelle euch mal hier ab. Oder? Das ist ja blöd, dann seht ihr mich ja gar nicht so gut. Muss ich mich doch so hinsetzen. So, wir machen das jetzt mal gemeinsam auf. So sieht es aus. Jawohl. Oh, das riecht gar nicht so schlecht. Die sind getränkt eben. So sehen die aus. Schaut. Okay, also ich bin gespannt. Heute Abend nehme ich euch dazu mit. Wir gucken mal wegen der Anwendung. Das muss ich mir natürlich alles noch durchlesen. Und zwar, ja genau, die sind getränkt mit dieser Glykolsäure. Nee, das ist ein Komplex. Unsere Aktivwirkstoffe. So, jetzt habe ich es. Also sichtbare Ergebnisse nach einer Anwendung. Die Haut ist geklärt, weicher und strahlender. Nach 4 Wochen, der Hautton ist sichtbar, ebenmäßiger
Und die Hautstruktur ist verfeinert. Na gut, da bin ich doch mal gespannt. Okay, man muss sich erst das Gesicht reinigen, natürlich, logischerweise. Und dann mit den Pads drüber gehen. Ja. Augen- und Mundpartie, also Augen- und Mundpartie ausspannen. Also gut, das machen wir gemeinsam heute Abend. Jetzt geht's aber, wie gesagt, erst nochmal in die Stadt und ein paar Sachen erledigen. Okay, Besucherkind kurz verscheucht. Fremde Kinder werden ja nicht gezeigt, ne? Aber mein Lucky, da ist er. Die schauen gerade was auf Galileo oder bei Galileo. Wie heißt das auf Deutsch? Naja, deutsche Sprache und so. Mein Mann hat Orangen geholt. Finde ich auch geil, dass er die einfach hier abstellt. Ne? Anstatt, dass er die mal in die Speis stellt. Ne? Wäre ja auch ein bisschen schwierig, die einfach mal hier reinzustellen. Männer. Auf jeden Fall gibt es wieder ganz viel frisch gepressten Orangensaft bei uns. Sind eure Männer auch so? Dafür muss mein Mann dann jetzt aber tanken für mich. Ich hasse tanken. Naja, jedenfalls hat der Postbote mir hier noch ein paar andere Sachen gebracht. Das hier schon, als wir im Urlaub waren in Italien. Da habe ich mich gefreut. Und zwar gibt es 6 neue matte Lippenstifte von L'Oreal. Richtig krass, die Farben. So sehen die aus. Und zwar sind die ab Mai 2018 erhältlich. Für circa 10 Euro das Stück. Bei Müller und bei DM. Habt ihr mich jetzt gerade überhaupt gesehen? Boah, die Sonne ballert hier voll rein. Richtig geil. Ja, und dann gibt es noch eine limitierte Edition. So sieht die aus. Also, ihr habt ja jetzt nichts gesehen, nur den Karton. Aber hier ist sie. Und das werde ich mir auch nochmal alles durchlesen. Und zwar sind das, glaube ich, 11 neue Produkte mit ganz viel Glitter. Wartet mal, ich drehe euch mal eben um, dann seht ihr es besser. Und meine Haare muss ich mir auch noch machen. Ich sehe aus. Und zwar mit ganz viel Glitter, wie gesagt. So, die hier sind für die Augen. Jetzt habe ich hier so einen Stern. Das ist ein Highlighter. Und das ist auch ein Highlighter. Die zwei hier. Dann haben wir die hier. Oh, okay, Lipgloss. Richtig krass. Und hier habe ich schon reingeschaut. Da sind Lippenstifte. Und schaut mal bitte, wie cool die sind. Das kann man nicht drehen hier unten. Das ist so ein bisschen fake, aber richtig geil gemacht, oder? Wartet mal, ich mache das mal eben auf. So, ich habe es geschafft. Mit einer Hand ging das jetzt gerade ein bisschen schwer. Jedenfalls sind die Produkte vom 9. bis zum 30. April erhältlich. Und ihr habt dann halt so voll den Glitter-Look. Wie gesagt, ich werde es testen und werde euch dann darüber berichten. Ach, und hier drüben, das habe ich leider auch noch nicht erledigt. Da brauche ich noch ein paar schöne Pflanzen. Das hatte ich euch ja auch schon erzählt. Die neuen Produkte von Leonardo. Serra nennt sich das Ganze. Die haben so ein Bewässerungssystem. Ne? Das ist richtig genial. Und da hatte ich ja auch noch was mit dem Lissandro vor. Meine Schuhe anziehen. Meine Hausschuhe. Und so laufen, damit das Besucherkind nicht zu sehen ist. Genau. Und da wollte ich für den Lassie noch ein paar Kräuter kaufen, damit wir das noch gemeinsam machen. Und hier ist die Schlafkappe Bella. Bella, bist du am Pennen? Bist du am Schlafen? Das ist schon anstrengend, dein Leben, gell? Das ist wohl anstrengend, dein Leben. Ja. Was machst denn du? Also gut. Soll ich mal gucken, was hier drin ist? Ach, ich habe da noch was bestellt, genau. Wartet mal. Wir machen das mal auf. Hm? Bella, was hat die Mama schon wieder bestellt? So. Oh. Ah, cool. Das habe ich gekauft bei so einem Online-Shop. Ah, cool. Ey, da bin... Wartet, so, wegen Besucherkind und so. Da bin ich gespannt, ob das wirklich funktioniert. Das ist für die Haare. Da kann man sich so einen Dutt machen, weil ich mir nie einen Dutt machen kann. Apropos, muss mir jetzt mal die Haare aufmachen. Was ist, Lukito? Willst du durch? Ja, dann geh durch, Schatz. Auch kein Problem. So, Haare sind da. Okay, also ich probiere das mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay, also gut, aber das zeige ich euch dann später. Jetzt muss ich mich soweit fertig machen, weil mein Mann, der wollte noch einen Wagenheber holen in der Stadt und mir meine Sommerreifen drauf machen. Jawohl. Danke, Sonne. Danke, Sonne. Na, Bella, die Sonne ist da. Okay, also, weiter geht's. Wir sehen uns dann gleich in der Stadt bzw. im Auto. Mal gucken. Also, bis gleich. Jetzt habe ich die Tüte vergessen von Footlocker. Und hier sind die alten, gammeligen Schuhe vom Lukito. Die haben mir das ja nicht umgetauscht, ne? Die wollten unbedingt diese alten Sohlen hier haben. Das ist so eklig. So, Moment, hier habe ich die Tüte hin. Genau.
Boah, ich kriege die Krise, wenn das jetzt diesmal wieder nicht klappt. So, genau, diese alten Dinger da drinnen wollen die haben, bevor ich neue bekomme. Unbelievable. Okay, jetzt aber. Jetzt muss ich mich beeilen, meine Männer sind unten. Sind es überhaupt diese Teile? Boah, ich kontrolliere die mal nochmal. Hier sind die drinnen. Ach übrigens, ich habe wieder die hässlichen Schuhe an. Also mein Mann findet die hässlich. Ich finde sie toll. Los geht's. Erledigt. Aber in Frankfurt haben die mir einen ganz schönen Scheiß erzählt. Die haben nämlich gesagt, dass ich die Sohlen ein ganzes Jahr lang umtauschen kann, so oft ich möchte. Und der hat mir hier jetzt was ganz anderes erzählt. Ist egal, der Luki hat jetzt seine neuen Sohlen und alles ist gut. Weiter geht's. Voll schön hier unten. Ah, da war jetzt die Hölle los. Wir müssen jetzt aber heim, weil wir noch ein bisschen was einkaufen müssen. Die Kinder hatten total viel Spaß am Skaterplatz. Und jetzt geht's wie gesagt wieder heim. Wir sind wieder zu Hause und ich bin komplett ungeschminkt. Oh mein Gott, ja. Wer hätte es gedacht, dass ich mich so vor die Kamera traue? Also gut, wir verwenden jetzt das erste Mal gemeinsam die Pads, von denen ich euch vorhin erzählt habe. Und zwar soll man das wie so eine Art Kur anwenden. Also das heißt, pro Tag ein Pad für 30 Tage. Genau, da sind 30 Stück enthalten und danach soll man sich eine reichhaltige Nachtpflege auftragen. Ich mache mir jetzt aber erstmal die Haare zusammen. So, da ist mein erstes Pad. Die Peeling-Pads, die sind übrigens für alle Hauttypen geeignet, was natürlich richtig gut ist. Und ich muss sagen, das ist richtig angenehm so auf der Haut. Man soll natürlich die Augenpartie und die Mundpartie aussparen, ganz klar. Und die sind jetzt ab Januar schon erhältlich gewesen. Also wir haben es ja jetzt schon April. Für ca. 16 Euro. Das kommt dann eben ganz auf den Markt drauf an, wo ihr das Ganze kauft. Und man soll am nächsten Morgen übrigens auch eine Creme mit Lichtschutzfaktor dann auftragen. Also morgens, nachdem man dann sein Gesicht gereinigt hat. Ja, ich bin total gespannt, was das dann in 30 Tagen bewirkt hat. Werde ich auf jeden Fall drüber berichten. Sehr klar. So sieht jetzt meine Haut aus. Und wie gesagt, ich bin total gespannt. Ich hatte vorhin noch was nachgelesen und zwar folgendes. Durch die Glykolsäure und andere Pflegestoffe wird die Erneuerung der obersten Hautschicht quasi angeregt und die Haut wird gepflegt. Also wie gesagt, ich bin total gespannt, was mir diese Glykol-Peel-Pads eben von L'Oreal bringen werden. Revitalift Laser X3 nennen sie sich, um genau zu sein. Und dazu nehme ich euch eben, wie gesagt, mit. Jetzt gehen wir aber mal gemeinsam in die Küche, weil ich gerne das Abendessen für meine Mäuse vorbereiten möchte. Übrigens, wir haben es dann doch nicht zum Gärtner geschafft. Das mache ich dann das nächste Mal, da nehme ich euch auch gerne mit. Und zwar wollte ich ja besondere Kräuter für Lissandros kleines Gewächshaus kaufen. Aber wie gesagt, das habe ich nicht geschafft. Ich habe auch keine Pflanze für den Max gekauft, für dieses Teilchen hier. Aber das machen wir dann am besten gemeinsam im nächsten Video. Jetzt geht es erstmal zum Abendessen machen. Das habe ich gekauft fürs Abendbrot. Und jetzt schauen wir einfach mal, was ich daraus zaubern werde. Und da ist es, unser Abendessen, Salat, die Mozzarella-Sticks, dann habe ich hier den Käse und Tomaten, hier habe ich einen kleinen Obstteller vorbereitet, frisches Brot, hier habe ich noch einen Salat und ja, auch noch frische Brötchen, hier der frisch gepresste Orangensaft natürlich und das werde ich jetzt alles schön darüber zum Tisch bringen. Aber bevor ich das mache, möchte ich mich natürlich noch von euch verabschieden, mich bedanken, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss, wir lassen es uns jetzt schmecken. Auf geht's, nach drüben.